Zwillingsneffe. Grüß dich. Ja, stimmt, ich komme frisch aus dem Urlaub. Ich war in einem Hotel. Du, ich sage dir, das Hotel, das war 100 Jahre alt und sehr elegant. So eine Villa. Und nicht so groß, so persönlich. Und die anderen Gäste, die waren ganz zauberhaft. Ich habe neue Bekanntschaften gemacht. Und das Personal war auch sehr aufmerksam. Wie dieser eine Kellner, wie unser Lieblingskellner in unserem Lieblingswirtshaus, der schon immer spürt, wenn du irgendwas Besonderes haben willst. Und dort waren die alle so lieb und ich habe sie ganz ins Herz geschlossen. Und dann hatte ich ein Zimmer für mich im zweiten Stock mit einer Aussicht auf das Meer. Und das Meer war manchmal ganz wild. Und in meinem Hotel, ich hatte dann beim Zimmer noch eine Terrasse. Da konnte ich sogar im Regen, wenn es Regen gab, da draußen sitzen und auf das Meer hinausschauen. Und ich habe auch Dünen gesehen. Und weißt du was? Das Essen im Hotel, das war so einmalig, genau wie ich es mag. Ganz viel Gemüse und ein bisschen dann aus dem Meer, so Meeresfrüchte und Fische und so gute Salate mit viel Mayonnaise. Und in der Früh gab es schon so ein Buffet. Also das mache ich ja zu Hause nicht, aber dort habe ich geschlemmt an diesem Buffet schon in der Früh. Und ich habe das genossen und dann konnte man im Garten da draußen sitzen. Da hatten sie auch Sonnenschirme, damit es nicht zu heiß wird. Und dann gab es dort auch noch so einen kleinen Wellnessbereich. Und da konntest du dich massieren lassen oder Fußreflexzonenmassage oder so eine ayurvedische Behandlung. Also das war ein Luxus. Das war das volle Verwöhnprogramm. Und ich musste immer am Tag davor dann sagen, was ich mir wünsche. Ich war wie im Paradies, war ich. Ich habe mich so wohl gefühlt. Und es hat jetzt auch gar nichts gemacht, dass das Wetter nicht immer Sonne war. Weißt du, ich habe dann auch deine Schwester getroffen und die Kinder und deinen Schwager. Und dann waren wir gemeinsam am Meer und am Meer war viel Platz für uns. Und so ein schöner Sand, nicht so ein ganz feiner Sand, sondern so ein grober Sand. Und dann konnten wir dort spielen, Federball spielen und Sand spielen und ins Meer reingehen und Muscheln suchen und Steine suchen. Und wir hatten so eine großartige Zeit am Meer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und es war auch eine gute Idee, dass ich im Hotel war. Weil am Campingplatz, du, das sind ja nur diese Zelte, da hast du ja nur ein Stückchen Stoff über dir. Und es gab ja auch ein bisschen Regen und sogar Sturm. Und da habe ich mich im Hotel schon viel wohler gefühlt und viel geschützter. Aber für die jungen Leute ist das natürlich ein großes Abenteuer, wenn es dann regnet. Aber das, wenn ich mir so vorstelle, dass vielleicht die Sachen dann alle irgendwie nass sind, da kriege ich schon unter meiner Bluse eine Gänsehaut und so ein ungutes Gefühl. Also dafür, es gibt wenige Sachen, wofür ich mich zu alt fühle, aber Camping gehört definitiv dazu. Ja, du magst es auch nicht, obwohl du so viel jünger bist. Ah ja, du bist auch ein bisschen verwöhnt. Ja, genau, du hast gern noch mehr Luxus und du magst in deinem Hotel, ach so, du magst im Hotel dann auch noch eine Bar dabei haben und sowas und einen Friseur. Na, du bist ja noch mehr verwöhnt als ich. Na, schau dir das an. Ah, du warst in so einem ganz luxuriösen Hotel mit einem. Am Dach gab es so eine schöne Bar. Mit Live-Musik, wow, das hatte ich jetzt nicht, nein.
Aber auf der Straße gab es auch dann Musik am Abend, wenn wir noch ein bisschen dort in der Promenade, auf der Promenade flaniert sind. Dann haben wir auch immer wieder ein bisschen Musik gehört und die Abende waren so lau. Man hat dann nicht einmal eine Weste gebraucht. Und ob ich meine Schürze im Urlaub anhatte, willst du wissen? Ja, natürlich hatte ich die an. Das gehört komplett zu mir. Ja, da habe ich dann diese halbe kleine Schürze mit diese rosanen Blümchen habe ich da. Ja, im Hotel. Stimmt, manche, die wollen gar nicht das Hotel, weil da schaut jedes Zimmer gleich aus und es ist unpersönlich. Aber ich mag gerade das eigentlich gern, weil dann bin ich nicht zuständig fürs Putzen und für das Aufräumen, sondern das wird alles gemacht. Und wenn ich ausgehe und zurückkomme, dann ist alles schön aufgeräumt und so sauber. Und dort hat es auch so gut gerochen. Die haben mir dann immer frische Blumen auch ins Zimmer reingestellt und es hat so gut geduftet nach so Rosen. Und am Abend gab es auch manchmal dann noch Programm, stell dir vor. Du, da hatten sie dann auch Musik sogar. Und einmal gab es so einen Dia-Vortrag, so wie früher einen Dia-Vortrag. Kennst du sowas noch? Da werden so Lichtbilder an die Wand projiziert. Nicht Kino, an Dia. Das zeige ich dir doch mal. Ha? Also bin ich ganz heiser vor lauter Reden und vor lauter Schwärmen. Ich sag dir, von dem Urlaub, von dem zehre ich jetzt sicher monatelang, weil es mir so gut getan hat, wirklich. Es ist mir so richtig, bis auf die Knochen hat mir das gut getan, weißt du, diese Wärme auch. Und diese Seeluft, diese Meeresluft, wir haben sogar dann vom Hotel organisiert eine kleine Schifffahrt gemacht. Eine Schifffahrt. Und dann haben wir so landesübliche Drinks auch serviert bekommen und so kleine Snacks, die es auch nur dort so gibt und so Kuchen, die es bei uns nie gibt so. Ach, ich könnte immer im Hotel wohnen. Und manchmal, da hört man ja auch von Künstlern oder so früher vor 100 Jahren, da haben manche Künstler einfach im Hotel gewohnt. Stell dir das vor, immer im Hotel. Das ist so fantastisch. Vielleicht mache ich das auch einmal für ein paar Wochen, nur so zum Spaß. Da fahre ich wohin und dann bleibe ich mal einen ganzen Monat im Hotel und lass mich so verwöhnen. Ja, also ich finde das ganz, ganz schön. Ja, und es gibt auch so viele schöne Hotels, du. An jedem Ort. Ich komme noch ganz ins Schwärmen. Ich bin schon so ganz verträumt, weil ich mir so schöne Hotels jetzt vorstelle. Du gehst heute auch noch in eine Hotelbar, einfach so zum Spaß. Du, dann wünsche ich dir einen ganz schönen Abend und erzählst mir dann beim nächsten Mal, wie es dort war in diesem Hotel. Dann tschüss du, lieber Neffe. Wir sehen uns wieder. Entschuldige, ich muss da noch ein bisschen herumwurschteln, weil sonst werden wir dafür kritisiert. Was denn? Okay. Trotz Dilettantismus muss auch das passen. Willst du im Hotel wohnen? Du willst nicht im Hotel wohnen. Nein, willst du nicht, gell? Gar nicht. Wenn dann eher in einer Pension. Mehr persönlicher.
Nicht das Anonyme. Ah, okay. Mir ist es manchmal in einer Pension zu privat. Also na, also was zu, weil dann wirst du vielleicht da angefragt und so. Du wirst jetzt nicht so in Ruhe lassen, oder?